Willkommen zurück zu Stronghold Crusader 2 mit mir, Peter von Creed.de, und wir stürzen uns in die zweite Mission von Taufe, eine Ratte im Käfig. Okay, wir haben weniger Startgold als die Ratte wieder. Die Ratte kennen wir ja schon aus Stronghold 1 und Stronghold Crusader womöglich auch. Und dann schauen wir mal, wir haben ein bisschen weniger Territorium und sind noch nicht ganz so gut aufgestellt. Was die Position angeht, also die Ratte ist erhöht, wie nicht. Das ist natürlich. Platziert euer Vorratslager, my Lord. Etwas unglücklich. Ich würde erst gerne die Lage checken, wenn es recht ist. Wir haben überhaupt gar kein Holz. Ach doch, hier oben haben wir Holz. Gut, wir haben keine richtige Wahl, also stellen wir das Vorratslager hier oben dazwischen. Platziert euren Kornspeicher, Seil. Kornspeicher stellen wir hier auf die leere Stelle. Dann fangen wir mal an mit dem Notwendigsten. Holz, Holz, Holz. Viermal. Dann bauen wir uns. Gehen wir direkt auf Weizen und Brot. Ich glaube, wir verzichten mal auf Brot. Und gehen lieber auf Käse. Käse, Käse. Und Schwein. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Schwein. Dann Hütte. Und was haben wir noch? Was bräuchten wir jetzt noch so für den gelungenen Start in den Tag? Könnten wir noch direkt ein Steinmetz gebrauchen. Und ein ganzes Joch geht auch daneben. Da vorne Sir, kommt Landsknechte, vorwärts. Irgendeine Truppe von der Ratte angeeiert. Was zur Hölle ist denn mit ihm los? Geht's dir vielleicht ein bisschen zu gut, mein Freund? Mach sie fertig, Männer! Neue Befehle? Ja, Sir. In Bewegung, Sir. Landsknechte bereit. Okay. Kümmern wir uns wie immer zuerst um die Mauer und beginnen mit dem Großturm. Weil das im Grunde genommen so die optimale Verteidigung ist. Den stellen wir hier hin. Der bekommt zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Kein Spaß jetzt? Ihr wollt den jetzt zusammenknüppeln? Ja, Sir. Speere vorwärts. Ehrlich? Natürlich, Sir. Okay. Gut. Bauen wir hier mal eben zu. Da kann man natürlich einfach drauflaufen, aber Stronghold Crusader Logik lässt das nicht zu. Beziehungsweise Stronghold Logik allgemein. Los. Los, hoch da. Befehle. Hoch da. Landsknechte bereit. Ihr stellt euch mal da oben auf. Und schmeißt da tödlichste Speere auf die Feinde runter, wenn die da vorne ankommen. Genau so will ich das sehen. Okay. Dann bauen wir uns mal hier Unterkünfte dran. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Und haben wir haben noch keine Waffenkammer. Da kommen aber die ersten Steine, die wir dafür brauchen. Wunder, wunderschön. Die stellen wir dahin. Ne, stellen wir dahin. Dann kann ich hier noch einen Turm setzen. So, okay. Dann fangen wir mal an. Unseren ersten. Das Recht ist auf unserer Seite. Truppen, die wir hier hochbringen. Bauern werden benötigt, Sire. Zack, zack, gehen los. Okay, das ist natürlich schlecht, dass die von da oben treffen. Machen wir uns mal direkt in Söldnerlage. Sobald die Gegner da unten hinüber sind. Und holen uns hier Heiler. Eine Nachricht der Ratte. Bereitet mein Pferd für die Abreise vor. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ah, Ratte. Der alte Sack. Alte. Bauern werden benötigt, Sire. Bogenschützen, bereit machen. Eine Nachricht der Ratte. Was geschieht nur mit unserer adligen Familie? Weiß ich nicht, Junge. Doch deine adlige Familie.
Stell mir doch hier nicht die harten Fragen. Rekruten werden benötigt, Sire. Unsere Bögen werden singen. So, wir bauen uns erstmal mächtigst auf. Auf die Plätze, Männer! Dann holen wir uns auch gleich noch ein Belagerungslager. Stehen zur Verfügung! Und ja, Sire! Stellen das hier auf. In der Hoffnung, dass genau das funktioniert. Kalkuliere! Und katapultieren uns da einfach mal so ein bisschen in sein Herz. Er soll uns ja mögen lernen als Nachbarn. Wir sind eure Leute. Gell? Und wenn uns Stronghold 1 vorbereiten. Etwas gelehrt hat, dann kalkuliere. Wir werden ist es, zerstöre die Baracke des Gegners und dein Leben ist deutlich leichter, als es andernfalls wäre. Gebt uns etwas zu tun. Aber ich hätte sehr gerne hier diesen einen Bogenschützen. Den hätte ich gern weg. Der macht mir zu schaffen. Tötet meine Leute. Der Frechdachs. Der Frechdachs. So, okay. Wir haben noch genug für ein weiteres Joch. Noch ein Joch. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Noch so ein. Nicht genug Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Und so ein Häuschen leisten wir uns auch noch hier hinten. Ernsthaft? Triffst du jetzt diese eine Stelle, die ich treffen will? Ah. Wir sind einsatzbereit. Schau, man muss nur rummeckern, dann klappt das schon. Ja, das ist okay. Das ist schon Ziehen okay. Jetzt los. Wir ziehen das mal hier weg. Bewege Tribok. Muss ja nicht unbedingt da stehen, wo es einfach so vernichtet wird. Aber ich glaube, wir verlieren es trotzdem. Bewegen uns. Aus. So, stell dich mal wieder auf. Mein Freund. Die Truppen der Ratte greifen an. Und ach, dann schieß halt hier drüben. Kalkuliere. Mach mal. Viel Spaß. Holen wir uns noch die restlichen Landsknechte ran. Achtung. Landsknechte, auf die Bälle. Ah, die Chancen, dass der von dem Trebuchet stirbt, sind doch wenigstens gegeben. Nicht unbedingt hoch, aber doch vorhanden. Was haben wir denn noch so am Start? Kümmern wir uns mal um... Sieht es ja mit Messen eigentlich aus? Ja, wir produzieren knapp drüber. Ne. Gut, dann retten wir uns wie immer den Glauben. Der Glaube ist eine sichere Sache. Gute Industrie. Hervorragende Geldanlage. Das wir hier so hin. Und basteln uns ein paar Kerzengießer. Das Ganze kombinieren wir mit Alkohol und das kann ja dann schon gar nicht mehr schief gehen. Wenn wir mal ganz realistisch darüber nachdenken. Ach, guck. Der lebt immer noch. Ist ja verrückt. Glück gehabt. Braucht ihr etwas? Können wir eine Kuh schmeißen oder was? Schmeiß mal eine kranke Kalkuliere. Kuh dahin. Mach mal. Oh. Arme Tier dahin gezogen wird. Und. Kalkuliere! Ne, der wird auf jeden Fall mit nichts Härterem kommen, als das, was er bisher schickt. Metall gibt's hier nicht. Dementsprechend steht die Devise. Eine Nachricht der Ratte. Bereitet eine ganze Masse Kamelköpfe schmeißen. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Schließen wir mal weiter dahin, vielleicht treffen wir hin und wieder. Und mein Gedankengang ist der, dass wir jetzt erstmal wieder ein Haus für Bauern brauchen. Eine Nachricht der Ratte. Was geschieht nur mit unserer adligen Familie? Ihr seid der größte Lord! Ja, Mann.
Das hätte ich doch gern. Stellen wir uns mal unseren, unseren Dings hier auf. Und fangen mal an, automatisch Steine zu verticken ab 100. Und Holz so ab 60. Und Kerzen so ab 40. Der Priester berichtet, dass unsere Vorräte an Kerzen wachsen, my lord. Das ist gut für den Priester, ansonsten würde ich ihn auch leider töten müssen. Der hat nämlich gar keine andere Aufgabe, als dafür zu sorgen, dass der Kram hier wächst. So, jetzt haben wir natürlich... Ah, wir bauen uns einfach ganz viele Streitkolbenträger. Das sollte reichen gegen was hier oben ist. Das sind ja fast nur Landsknechte und ein paar Bogenschützen und so. Dann wird das unsere Kriegsproduktion... Nachdem wir auch kein Metall bauen können. Ich könnte es mir zwar kaufen, aber ich glaube, da wäre ich schneller, wenn ich mir einfach die fertigen Ritter aus dem Söldnerlager hole. Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Kaufen uns noch ein bisschen Holz bei. Damit wir das hier etwas schneller haben können. Mal schön im Blick haben, dass die auch ja sterben alle. Nicht, dass uns da irgendwas zwischen den Fingern hindurchfleucht. Können die überhaupt bauen ohne Metall? Brauchen die Metall? Die brauchen Metall, oder? Ja, wir haben ja auch ein bisschen Metall. Okay, meine Rechnung geht nicht ganz auf. Aber zumindest brauche ich weniger Metall für die als für alle anderen. Also geht sie doch irgendwie so ein bisschen auf, meine Rechnung. Was ist denn hier das Holz? Wie viel verkaufe ich denn? Ach komm, das ist doch blöd. Machen wir mal auf 100. So. Ich ein bisschen freier einkaufen. Dann setzen wir uns... Ach, machen wir uns noch ein paar Speere. Dann haben wir wenigstens eine ausgewogene Truppe. Und können uns darauf dann ausruhen. Was wir da hochschicken. Das taugt dann wenigstens was. Ich könnte auch komplett mit Derwischen da hochgehen. Könnte auch reichen. Wie viel kosten denn die hier? 10 Gold und so eine Waffe. Die kosten 60 Gold. Aber die kosten nichts. Da oben sterben Bogenschützen. Frechheit. Jetzt möchte ich auch gerne Bogenwerkstätten haben. Die mir hier solche... Solche Dinge da geschehen. Kann ja nicht wahr sein. Na komm. Bring noch einer Holz. Nein? Niemand? Möchte ich alle den König enttäuschen? Ihr Hunde. Geht das so? Wenn ich das hier draufstelle, funktioniert das dann, wenn die sich decken? Das wäre natürlich nett. Wie lautet der Plan? Steht bloß nirgendwo was davon. Komm hier, die Truppen der Ratte greifen an. Schieß mal damit und dann konstant bitte. Nein, Zeit für ein neues Haus. Ist trügerisch, wenn man da so rumscrollt und dann denkt, oh cool, jetzt habe ich genug Holz. Nein, einfach nur eine bessere Position mit dem Haus. Ihr seht, wie leicht die da alle sterben. Da muss schon ein bisschen Substanz hinter sein. Bauern werden benötigt, Sire. Ich glaube, ich kaufe mir doch einfach alles Schwertträger. Dann ist es hier in 6 Minuten erledigt. Genau, man kann ein bisschen schneller. Kaufen uns erstmal noch ein paar Armbrust. Bauern werden benötigt, Sire. Eine Nachricht der Ratte. Bereitet mein Pferd für die Abreise vor. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Die dann da oben gerade auf den Turm drauf kommen. Was geschieht nur mit unserer adligen Familie? Bereit, Sir. Ihr seid der größte Lord. Ja, Mann. Das hast du voll erkannt.
Genau so ist es nämlich. Fakt, ja. Fakt. Wir können gar nicht drüber diskutieren. Über so eine offensichtliche Wahrheit. Rekruten werden benötigt, Sire. Bauern werden benötigt, Sire. So, jetzt haben wir die, die Baracken erwischt. Und damit war es dann auch mit Truppen, die dann großartig anstürmen. Das gefällt mir doch ganz gut. Rekruten werden benötigt, Sire. Gott, ist das dämlich, Bauern oder? Bauern werden benötigt, Sire. Aber dann schau mal auf diesen stetigen Strom Truppen, der sich da unten zugesellt. So, okay, ich glaube, wir haben... Ich glaube, das reicht hier. Das wird ausreichen. Das wird schon reichen. Eine Nachricht der Ratte. Ich will euch von meiner Burg nicht mehr sehen können, ihr elender Bauer. So. Auf geht's. Ah, die stürmen natürlich direkt vor. Das ist jetzt nicht so super. Aber die prügeln den Weg frei. Geht schon. Kann man sich erstmal um den Krümelkram kümmern, bevor dann die Schwertkämpfer ankommen, um die harte Arbeit zu erledigen. Okay. Ratte ist erstaunlicherweise immer noch so gut animiert wie am Anfang. Wir sind siegreich, Sire. Jawohl, haben wir das nicht klasse gemacht. Okay, ein bisschen irritierend. Ohne Gnade, wie Mutter steht zu sagen, pflegte. Aber gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Like da lassen, wenn was zu sagen hat, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Mission Nummer 3 unserer Taufe. Ein ungewöhnliches Bündnis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann.